Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich hier auf dem YouTube-Kanal. Schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei seid. Ich bin gerade in Barcelona unterwegs, habe hier auf dem Kanal schon seit einer Weile kein Video mehr hochgeladen, einfach aus Zeitgründen. Und ja, wie gesagt, wir sind unterwegs, wo es nach Barcelona weitergeht. Das seht ihr dann im nächsten Beitrag. Ich schenke euch auch noch gerne ein paar Eindrücke hier von Barcelona, aber ich möchte euch jetzt erstmal hier mit diesem Beitrag heute dazu einladen, animieren, anzufangen, selbstbestimmt zu denken und aufzuhören, fremdbestimmt zu handeln und fremdbestimmt, ja, auch zu denken. Ich habe so die letzte Nacht, ich habe nicht gut geschlafen letzte Nacht, liegt wohl daran, dass wir hier angekommen sind. Ich hatte auch das Gefühl, hier ist ziemlich viel Handystrahlung in dem Apartment, das wir da gemietet haben. Und das hat ja wohl ein bisschen Einfluss auf mich gehabt. Und da habe ich so ein bisschen über das letzte Jahr nachgedacht und ja, feiere gerade so mein Leben, wie sich mein Leben verändert hat das letzte Jahr. Insbesondere seit ich die Entscheidung getroffen habe, wirklich nur noch die Dinge zu machen, die mir am Herzen liegen. Was ja auch bei mir mit der Entscheidung damals verbunden war, nach 30 Jahren festangestelltem Arbeitsverhältnis komplett mein Leben selbst in die Hand zu nehmen, in die Selbstständigkeit zu gehen und ja, wirklich nur noch die Dinge zu machen, die mir am Herzen liegen. Und wenn ich so das letzte Jahr insbesondere Revue passieren lasse, was ich heute Nacht so getan habe, ist mir mal wieder bewusst geworden, wie wunderbar das Leben sich verändert und wie großartige Dinge und Möglichkeiten sich einfach auftun, wenn man in der Richtung mal eine Entscheidung trifft. Und das fängt einfach auch damit an, dass man eben auch beginnt, das war meine Eingangseinladung, selbstbestimmt zu denken. Das heißt, diese ganzen Denkmuster, dieses ganze Gedankenkabarett, was einem so tagsüber im Kopf rumschwirrt, basiert ja überwiegend aufgrund unserer Erfahrungen aus der Vergangenheit, aufgrund unseren Glaubenssätzen und ja auch aufgrund von Existenzängsten teilweise. Und letzten Endes sind unsere Gedanken der Anfang von unserer Realität, die wir uns im Außen erschaffen. Das heißt, wenn ich im Außen eine andere Realität vorfinden möchte, mir eine andere Lebenswirklichkeit erschaffen möchte, dann ist der Anfang davon, sich ein selbstbestimmtes Denken anzugewöhnen und die Dinge zu denken, die dann im Außen Realität werden dürfen, die zur Lebenswirklichkeit werden dürfen. Das heißt, ich möchte dich dazu einladen, einfach mal ja, die ganzen Glaubenssätze, auch was es jetzt gerade in dir denkt. Vielleicht denkst du, die hat gut reden oder bei der funktioniert das, bei mir funktioniert das nicht. Überdenk das alles mal, schreib es dir mal auf und wandel es dir um. Wandel diese ganzen Glaubenssätze mal um in förderliche Glaubenssätze, die dich mehr auf deinen Herzensweg bringen. Ich und viele andere, wir sind da keine Ausnahme. Alles ist möglich, auch für dich. Auch du kannst dir deine Lebenswirklichkeit nach deinem Herzen erschaffen, wenn du wirklich beginnst, selbstbestimmt zu denken, förderliche Gedanken denkst, deine ganzen Glaubenssätze umwandelst. Ich weiß, das ist Arbeit, das kostet auch zunächst mal Kraft und Energie, aber alles, was zunächst mal anstrengend ist, wird dann später einfach auch leicht und wird zur Gewohnheit und dann kostet es nicht mehr so viel Energie. Und das geht auch alles nicht von heute auf morgen, aber wenn du jetzt eine kraftvolle Entscheidung triffst, dich auf den Weg zu begeben, auf deinen Herzensweg, dann funktioniert das auch bei dir. Und fang auch an, mal zu beobachten, was du alles in dein Gehirn reinlässt. Zum Beispiel über die Medien, wie wir da einfach manipuliert werden durch die Nachrichten, wie schlecht die Welt ist, was alles draußen an Kriegen los ist und. Aber es gibt so viele schöne Dinge hier noch auf unserer Mutter Erde. Und wenn wir darauf die Aufmerksamkeit richten, stell dir mal vor, jeder von uns richtet die Aufmerksamkeit auf die wunderschönen Dinge hier noch auf Mutter Erde, was wir da alles verändern könnten. Ganz so nach dem Motto, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Auch das ist alles möglich. Das ist so meine Motivation hier aus Barcelona heute für dich. Ich nehme dich jetzt noch mit, schenke dir noch ein paar Eindrücke hier aus Barcelona.
Und dann sehen wir uns ganz bald schon wieder im nächsten Video. Schick deine herzliche Umarmung. Bis ganz bald. Tschüss, das war die Irmgard.